Hallo und willkommen zurück zu Expeditions Viking. Ja, wir sind mit Lägerkistia fertig. Und werden jetzt wieder zurückreisen. Ich werde vorher aber auch noch die Skills wieder weiter ausbauen. Das machen wir jetzt als erstes. Da hatten wir ja zuletzt noch eine ganze Menge Punkte angesammelt. Jetzt muss ich mal gucken, was denn da überhaupt noch übrig ist. Bei dem die Führung, die wäre dann auch gemaxt. Damit hätten wir was? Täuschung. Alle Feinde, die sich innerhalb eines Radius von 2 Hexfeldern um das Zielfeld herum befinden, versuchen den Bereich zu verlassen, sofern sie nicht bereits in einen Nahkampf befinden. Klingt nicht besonders sinnvoll eigentlich. Naja, ist egal. Wir wollen Führung voll haben. Jetzt haben wir Führung voll. Und das hier sind dann 15 Punkte. Das schaffen wir also dann bei der nächsten Quest oder so. Gut, dann haben wir ihn hier. Der hat seine Axt voll. Der brauchte das mit den zwei Waffen noch. Das ist jetzt Gunnar. Aha. Haben wir das auch erledigt. Der brauchte noch Betäuben. Und damit haben wir den... Na, wobei... 11 Punkte... Können wir hier auch noch was reinpacken. Hinterrücks beispielsweise. Oder wir machen hier auf Ausweichen oder sowas. Oder schneller laufen ist auch ganz okay. Wendig. Wendig ist auch gut. Kostet ein bisschen weniger und dann haben wir jetzt die Punkte für. Machen wir das. Ups. Wo ist wendig? Wendig, wendig, wendig. Nee. Dann haben wir den nächsten, Adis. Die hatte die Waffe auf Max. Jetzt hat sie den Schild auch auf Max. Ich trage das hier wieder nebenher in die Liste ein. Dann nehmen wir auch Wendig dazu. Dann haben wir noch 8 Punkte übrig. Okay. Unerbittlich. Sexist sind nur 6 Punkte. Unerbittlich sind 8. Nehmen wir unerbittlich noch dazu. Wie viel hatten wir mit dem noch? 2. Okay, dann haben wir sie. Die hatte ja noch mehr Punkte übrig, weil die nur die eine Waffe hat. Dann kann die nicht. Die könnte das ja die Blöße vorbereiten, eventuell machen, weil die ja sonst nichts Besseres zu tun hat. Das ist Nefja. Die hat ja wirklich schon so gut wie alles. Da könnte man natürlich auch hingehen und pökeln lernen, aber... Was ist denn hier noch irgendwie sinnvoll? Oder ich gebe dir hier noch den Bogen als zweite Waffe. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Dann kann die halt auch drauf. Na, dann hätte sie natürlich überhaupt keine Möglichkeit mehr, einen Schild noch zu benutzen. Aber wäre dennoch eine sicherlich ganz gute Option. Entgehen. Entgehen ist gut. Das müsste ich auch mal hier markieren. Das können noch alle nehmen. Ja.
Nefia entgehen. Ja, wobei, das ist so super wenig. Ich meine, das nehme ich jetzt hier trotzdem, weil nichts mehr anderes da ist, aber... Ja. Ausweichen. Ja, kommen lernen wir auch noch. Dann gibt es halt hier noch diese Nachteule. Bonus geistige Resistenz. Das ist jetzt auch unsinnig, weil die Gegner das niemals machen würden. Also mehrfach an den Charakter ranlaufen. Dickhäutig könnten wir noch nehmen. Schleichangriff. 10% sind auch nix. Man kostet auch nur 6 Punkte, aber... Gunst des Schicksals. Boah, nehmen wir das halt auch noch mit. Ja. Dann hätten wir noch 11. Ja, halten wir mal so. Dann haben wir ihn hier. Der hat natürlich jetzt den Bogen voll ausgebaut. Wir könnten halt noch Leute hier auf Heilung setzen, dass wir da im Kampf noch was machen. Könnten auch zumindest Leute resten, aber das ist eigentlich auch nie sinnvoll, außer um die Wunden zu vermeiden. Man kann immer besser Schaden machen, statt einen eigenen hochzu... Damit verliert man ja eine Runde. Dafür macht man viel zu viel Schaden, als wenn das Heilen sinnvoll wäre. Was fehlt denn bei Ketil noch? Läufer. Wendig könnten wir auch noch nehmen. Naja. Unerbittlich haben wir noch nicht. Nehmen wir auch noch dazu. Und hier Blöße vorhersehen nehmen wir noch. Und da muss ich dann gucken, dass ich das auch noch in die Leiste ziehe. Aber bei dem hier habe ich jetzt alles genommen, was ich irgendwie nehmen wollte. Naja, Ausweichen und so können wir natürlich noch nehmen, so als wir haben ja nichts anderes. Der hat die Waffen auf Max, das ist Aslife. Bei Aslife fehlt noch der Sturmangriff. Dann haben wir Hinterrücks könnten wir noch nehmen. Den geplagt. Das Problem ist, mittlerweile sind die ja nicht mehr geplagt, weil die immer schon vorher tot sind. Also könnten wir auch nehmen, aber nehmen wir Ausweichen. Scharfes Auge, 50% panzerbrechend. Dann wendig. Ach, der hat keine Punkte mehr. Dann, ja, dann erstmal nicht. Und die anderen lassen wir außen vor. Okay. Gut, dann laufen wir weiter, reisen wir weiter. Jo, wir sind da unten. Jetzt sollten wir eigentlich wieder zurück und dem die frohe Kunde geben, dass wir die, die Typen da... Ja. Dann machen wir das. Dann rasten wir hier drin. Aha. Dann können wir auch mal wieder was Neues bauen, nehme ich an.
Das ist, glaube ich, immer noch zu wenig. Aber wir haben genug, um wieder was für Waffen zu bauen. Und wir müssen natürlich die Wunden wegmachen. Heilen. Heilen. Ja. Dann pökeln. Bei dieser Rast wird Fleisch verderben. Da müssen wir ein bisschen pökeln. Gleichgültig. Ja, bei dem könnten wir auch noch das mit dem Rasten mitnehmen. Das ist auch Konstitution. Ne, es ist das mit den Infektionen. Das könnten wir auch noch bei den ganzen Charakteren nehmen. Tiefer Schlaf. So. Kannst du einmal mehr pökeln, ist doch toll. Okay. Dann kann er handwerken. Ja, Schild könnten wir mal bauen. Oh. Da kann man auch ordentlich Ressourcen reinstecken, ne? Waffen haben wir ja jetzt schon alle voll. Also, der hat die perfekte Waffe. Der hat auch alles perfekte Waffen. Naja, das hier jetzt nicht, aber das benutze ich ja sowieso nicht. Er müsste eigentlich auch noch so ein Set mit einem Schild nehmen. Die hat auch eine perfekte Waffe. Die auch. Der auch. Der auch. Na gut, der Bogen nicht, aber der muss ja nicht. Ja, von daher brauchen wir keine Waffen mehr bauen. Quasi nie wieder. Haben wir fertig. Rüstung würde ich zwar gerne bauen, aber da haben wir zu wenig Material. Helm war so ein bisschen dämlich. Dann würde ich sagen, bauen wir ein Schild für 70. Ja. Mehr lässt sich dann da auch nicht tun. Eins Fleisch geht verloren. Ich glaube, da können wir mit leben. Ich habe zwar hier freie Schichten, kann aber im Endeffekt nichts tun. Dann schlagen wir mal unser Lager auf. Bruchsicherer gepolstertes Eibenschild. Kann nicht im Kampf beschädigt werden. Okay. Aha. Dann kann die den haben. Ja, dein Schild ist damit ziemlich obsolet geworden. Bei dem könnten wir das hier halt noch wechseln.
Boah, lass mal einfach mal so. Halt mal den dein Schild. Und dann reisen wir mal weiter. Dein Gefolge durchquert gerade einen besonders dichten Teil des Waldes. Als ihr vor euch eine Lichtung entdeckt, Gunnar hebt warnend eine Hand. Wolfsspuren im Schlamm. Kleine. Du schaust auf, als hinter dir Asleif zischend Luft holt. Scheiße, seht! Am Rand der Lichtung erscheint aus verschiedenen Richtungen ein großes Wolfsrudel. Die Biester sehen zornig aus. Oh nein, sie denken, dass wir es auf ihre Jungen abgesehen haben. Ja. Immerhin haben wir den ersten Zug. 8 Stück und wir sind umzingelt in alle Richtungen. Das Gute ist, dass meine Charaktere drauflaufen und sofort schlagen können. Dann halten wir uns den am besten vor für Reste wegschießen oder so. Die können wir nicht angreifen. Dafür müsste der aber erst weg, damit wir da hinkommen auf die Wolfsmutter. Die Bogenschützen, die stehen natürlich vor irgendwo. Also es ist nicht hilfreich. Die stelle ich auch mal um. Acht Stück. Ja, die kriegen wir auf jeden Fall nicht alle direkt tot. Selbst wenn jeder einen umbringen würde, würde es nicht reichen. Ach so, apropos, der hatte noch den Charge, den ich jetzt unterbringen muss. Dein Schild hat noch keinen Schaden eingesteckt. Das kann ja jetzt auch gar nicht mehr passieren, weil sein Schild unkaputtbar ist. Können wir uns also schenken. Und mit ihm, da hatte ich dieses Vorbereitungsdings hier, Blöße vorhersehen. Machen wir den Kick mal weg. Ja. Ja, dann laufen wir erstmal mit dem hier dahin. Der wird aber von vielen angegriffen werden. Ja, lauf mal hier hin und machen den tot. Der muss eigentlich. Na, mach mal da mal so einen Schuss hin. Ich glaube zwar nicht, dass es nötig wäre. Dann schieße. Vielleicht crittet der ja. Hat er nicht. Aber dann müssten wir jetzt einen zweiten Schuss draufhauen. Dann theoretisch hätte ich jetzt hier auch Fallen hinlegen können. Aber, na. Ja, dann blockiert die Wolfsmutter. So, dann haben wir hier jetzt immer noch zwei. Die sind ein bisschen gefährlich, wenn die beide den angreifen. Weil ja schon, wenn einer nur krittelt. So um das Zielfeld herum.
Versuchen, den Bereich zu verlassen. Ne, ich weiß nicht, was das, was mir das nutzen soll. Ja, dann schießen wir den da an. Bitte kritten. Leider nein. Dann schießen wir den um. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs kann sie noch. Wenn sie natürlich jetzt noch eins geht, dann braucht sie. Dann müsste sie den Schritt ja auch wieder zurück machen. Das macht also keinen Sinn. Ja, dann greifen wir den an. Und der kann runterstürmen. You will fall, like all who face me. Naja, drei verbleibend. Der, der und da unten der. So. You must go on without me. Mhm. Kaputt. Wenn man jetzt hier natürlich nicht bessere Waffen hätte, dann hätte das, glaube ich, schon etwas böser aussehen können. Aber so ist es halt, Philipp Halle. Ja, das Einzige, was ich halt bei dem Kampf gucken musste, ist, dass meine Leute keine Verletzungen holen, aber dass ich den... Oh, wir haben aber auch 3 Punkte bekommen. Interessant. Das ist eine Gegend, wo wir uns bewegen können. Blänzchen. Jetzt ist wieder totenstill. Also die haben auch den das nicht hinbekommen, gescheite Musik überall abzuspielen. Also entweder ist die viel zu vordergründig, viel zu aufdringlich, die Musik. Oder man hört halt gar nichts. Und zusätzlich kommt natürlich, dass die Musik ja an der Stadt auch noch viel zu laut war. Okay, ja, da war jetzt nicht viel außer ein paar Blumen. Aber gut, dann gehen wir mal weiter. Moment, abbrechen. Dachland.
Ja. Na, nehmen wir den Morkan wieder mit. Morkant. Gut möglich, dass er jetzt nicht so happy ist, wenn wir den da anlügen. Mal gucken, ob ich den überhaupt anlügen sollte. Ich könnte ihm auch einfach sagen, ja, ich habe den umgebracht. One day we will rule this city and from it we will rule Northumbria. Guck mal, was wir da für Optionen haben. Als ihr Eorforwick betretet, kommt es dir merkwürdig bekannt vor. Vor euch steht eine Gruppe bewaffneter Männer, die die Farben von König Osred II. Tragen. Eorforwicks Champion Leofric ist dieses Mal nicht dabei. Seine Abwesenheit wurde jedoch dadurch ausgeglichen, dass man die Anzahl der Männer verdoppelt hat. Dein Gefolge ist zahlenmäßig weit unterlegen. Stehen bleiben im Namen des Königs, du bist verhaftet. Ich komme gerade von einer wichtigen Mission im Auftrag vom Bischof Ehrenbald. Wir haben den Befehl, euch aufgrund eurer Vergehen gegen das Königreich festzunehmen. Seine Exzellenz der Bischof hat in dieser Sache kein Mitspracherecht. Du wirst beschuldigt, die Stadt Monkchester angegriffen und ausgeplündert zu haben, sowie zahlreiche Bürger unseres Königreichs ermordet zu haben. Ich habe von diesem Ort noch nie gehört. Glaubwürdigen Zeugen haben dich während des Angriffs identifiziert. Welche Zeugen? Wer hat mich denn erkannt? Das wirst du nicht erfahren. Lässt du dich widerstandslos abführen? Wohin werde ich gebracht? Wir haben den Befehl, dich in den Kerker zu bringen, wo du dann auf deine Verhandlung wartest. Blödsinn, wenn du zulässt, dass sie dich in den Kerker sperren, sehen wir dich doch nie wieder. Kittil legt die Hand auf deine Schulter. Mach dir keine Sorgen, Cordana, es handelt sich hier offenbar um ein Missverständnis. Ich bin sicher, die Sache wird schnell geklärt sein. Aslaif rollt unübersehbar mit den Augen. Und wenn ich mich weigere, mitzukommen, wirft dir einen äußerst grimmigen Blick zu. Dann wirst du für schuldig befunden und auf der Stelle getötet. Wir können diese Leute auf keinen Fall besiegen, es sind einfach zu viele. Was ist mit meinen Begleitern? Sind sie der Mittäterschaft schuldig? Angesichts des schrecklichen Überfalls auf Monkchester können wir keinen von euch frei herumlaufen lassen. Ihr stellt eine zu große Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Als symbolischen Nachtrag nickt er Morkant respektvoll zu. Bruder, du darfst dich selbstverständlich frei bewegen. Ich werde keinen Widerstand leisten, aber ihr müsst einen meiner Begleiter, der nichts mit der Sache zu tun hat, ziehen lassen. Gut, ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich werde sterben wie ein Krieger und meinen Vater in Valhall wiedersehen. Verbleibend. Und da unten ist niemand da. Dann hätte ich natürlich Morkant jetzt nicht mitnehmen sollen. Aber der kann heilen. Von daher. Wir haben da oben eine Menge Bogenschützen. Die sind ein bisschen problematisch. Die hier müssen weg. Aber eigentlich muss ich die Bogenschützen töten. Hm. 95%, aber verhältnismäßig wenig Schaden. Wenn der auf Seite geht, könnte es vielleicht passen. Ja.
You will fall like all who face me. Mit dem haben wir jetzt noch zwei Schuss. Hoppla. Aha. Der hat eine Flitsche. Wolke aus Sporen erzeugt, die sich eine Runde lang über das Ziel Hexfeld und die angrenzenden Felder erstreckt. Und für Fernkampfangriffe Deckung zählt. Naja, ich glaube, mit dem werde ich dann auch erstmal nicht angreifen. Der bleibt dann da hinten sogar stehen. Der hier wird dann wohl fallen. Ja, passt. Autsch. Randfall. Aua! I can't feel my everything. Ja, es ist ein bisschen heftig. Haben wir nur noch drei. Ich fürchte, das wird etwas eng werden. Müssten eigentlich da oben rein, aber... Wieso habe ich das zweimal da drin? In Richtung. Wir müssen natürlich bis zur nächsten Runde überleben, sonst nützt das alles nichts. Okay, der läuft jetzt ein paar Felder weg. Und nimmt dann Anlauf. Es kann natürlich sein, dass der jetzt von den Bogenschützen erschossen wird. At least I live with 148 Schaden. Aha. Okay, das probieren wir aber nochmal. Muss ich dann anderes laden?
Dann nehmen wir den dieses Mal nicht mit. Wahrscheinlich ist die Intention, dass man gefangen genommen wird bei dem Schaden, den die da austeilen. The steeples of that temple speak to me. They whisper, here lie great riches. Take us if you dare. Nein, speichern wir nochmal. Vor Kampf bei York. Fallgrube, Stolperdraht. Ich weiß nicht, wie weit diese Bogenschützen dann schießen. Und ich kann nicht weiter als hierhin zurücklaufen. Der Vorteil wäre jetzt, dass ich da ganz ordentlich weit laufen kann. Vielleicht hätte ich da was noch mit den Gegenständen vorher anders machen sollen. Betäuben. Wobei die potenziell durch die können dich eigentlich hier mit solchen Nahkampfsachen abwehren. Mit den Items meine ich. Ich glaube nicht, dass das gut geht. Die schießen aber gerade nicht. Schnellschuss. Oh, gut. Nicht so gut. Okay.
weg. Der hier hält natürlich jetzt extrem auf. Dabei muss ich doch eigentlich da oben die umbringen. Das reicht nicht. Dann läuft der direkt an die... Na, er kann überhaupt nicht laufen, oder was? Achso, der könnte jetzt einen zweiten Schlag machen, was aber nicht mehr möglich ist. Okay, der läuft dann da... Ah! Okay, der macht nichts mehr. I don't fear death. Dann stunnen wir da mal. Und dann laufen wir hier hin. Was? Der war doch War der nicht gestunt? Na, jetzt hat er jedenfalls keinen Dings mehr. Aber dann wird jetzt einer von denen vermutlich sterben, wenn er nicht gestunt war. Der ist gestunt. Der konnte aber im Stun noch blocken, oder was? Ne, er war nicht gestunt. Dann habe ich natürlich da jetzt ein Problem. So ends last life, Grimdala-san. Denn da müssten ja schon ordentlich Angriffe durchkommen. Den kriege ich nicht tot. Ja. Da wurden zu schnell meine Leute reduziert. Dann ist das hier mal ein interessanter Kampf, aber ja, der ist wahrscheinlich halt nicht gedacht, dass man den gewinnt. Aber ich probiere noch was aus. Das ist ja mal was Spannenderes, sag ich mal. Das reizt mich dann mehr. Fallgrube klingt gut. Man weiß natürlich jetzt nicht, wer davon bis zum Ende der Runde gefangen. Das hier war's fürs schneller Laufen. Ja. Wenn eingeölt auf Schmieröl zu stellen, erfordert eine körperliche Resistenzprobe, um nicht hinzufallen. Naja. Langsam. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir das ein bisschen anders machen. Dann werde ich die hier mal
auslassen. Ach, das ist eine Attacke. Das ist eine Attacke, das andere ist eine freie Aktion. Das ist ja ein bisschen blöd. Naja, ich nehme mal an, dass der dann ziemlich kaputt geballert wird. Dann ist das wahrscheinlich ist auch eine Attacke. Okay, dann haben wir die Bogenschützen noch, die tatsächlich schießen können. Da müssten wir natürlich gucken, wer da reintappt. Wir könnten auch da oben direkt draufballern. Trefferchance ist aber, die wird natürlich dann noch weiter gesenkt. Das könnten wir vielleicht erstmal mit dem machen. Ich nehme mal an, dass sie den dann auch sofort heilen wollen. Wenn ich den nicht direkt umgeschossen bekomme, könnte das wahrscheinlich etwas Aua machen. Probier es mal aus, beide anzuschießen. Vielleicht treffe ich ja einen kritisch. Ja, den anscheinend nicht. Und der wird da hinten hinschießen. Hätte ich wahrscheinlich besser andersrum gemacht. Aber ich vermute, dass die den dann heilen werden. So, gucken wir mal. Ja. 105. So, rein. At least I live. Oh, then is it done? Naja, die kritten einfach alles. Da ist nicht viel zu machen, fürchte ich.
Räuberdraht ist auch eine Attacke. Ich probiere es nochmal, aber ich glaube nicht, dass das so wirklich machbar ist. Dafür schießen die Gegner, schlagen die einfach mit viel zu viel Schaden. Da gab es auch keinen anderen Weg, oder? Nee. Was ich mal ausprobieren kann, ist das, was man, was einen verschnellert, dass ich vielleicht damit schneller zum Gegner laufen kann. Met. Dass sich da jeder direkt Met reinkippt. Das könnte man natürlich auch alternativ mal machen. Also das ist bei ihm ziemlich egal. Jetzt mit dem Verschnellern, das hab, da habe ich nur eins von. Besonders übersichtlich. Das ist die einzige. Ah, der hat. Das ist die betäubende Tinktur. Das Heilen, das nutzt halt auch nicht viel, wenn man immer direkt tot ist. Das war auch Unsinn. Naja. Ja, ja. Freie Aktion. Gestärkt. Das ist nicht besonders viel Schaden. Könnte den da theoretisch angreifen. Aber den da müsste ich erstmal wegbekommen, deshalb nutzt mir das alles jetzt erstmal nichts. Wir könnten erstmal wieder mit den Bogenschützen anfangen. Der hier ist halt etwas
Der macht 119 bis 124 Schaden normal. Machen die auch. Also das ist schon ein bisschen... ein bisschen haarig. Ich denke, den werde ich da direkt mit reinschicken. Versuchen wir die mal umzuschießen. Reicht leider nicht. Die hier werden da gleich ein bisschen problematisch werden, weil die den angreifen werden. Der könnte den natürlich abstechen. Machen wir das hier. Das Ziel kann diese Runde eine weitere Attacke ausführen, falls es diese bereits verbraucht hat. Ja, das macht aber... das nutzt nicht wahnsinnig viel. 80%. Ich versuch's, ist natürlich jetzt... hätte ich auch wieder anders machen sollen. 63. Aber zu wenig. Der wird jetzt wieder geheilt. Das ist. Das war nix. Dann schießen wir den mal. Das reicht anscheinend auch wieder nicht. Minimal zu wenig immer. Das wird auch nicht reichen.
Ja, dann laufen wir mal dahin, aber ich nehme mal an, dass die dann im Eimer ist. Aha. Ja, die Bogenschützen, die Schüsse sind das. Die sind das Übelste. Wenn die nicht geblockt werden, dann ist vorbei. Hagelsturm. Mmh. 60%, das wird natürlich dann eher nichts. Mmh. Okay, probieren wir nochmal aus, nochmal ein bisschen anders. Aber ich glaube, da ist nichts zu machen. Vielleicht, wenn ich selber bessere Rüstung hätte. Also diese Fallen, die sehen die da ja anscheinend. Also die sind da ja eben drum rumgelaufen. Also wollen die umgehen. Gehen ja oben und die Bogenschützen, die müssen weg. Hier unten, die sind eigentlich erstmal eher egal. Der kommt leider da jetzt nicht so weit. Wenn der natürlich da ranlaufen würde zu dem hin. Ein Hexfeld weiterlaufen, aber das ist seine Attacke. Damit kann ich dann nicht mehr zweimal schießen. Das ist halt so ein bisschen. Das macht die Buffs alle so ein bisschen sinnlos. Dann lassen wir die einfach mal außen vor, die an den Seiten sind. Und stürmen einfach durch. Ob das jetzt mit dem das Klügste war, mit einem, der kein Schild hat. Wahrscheinlich nicht. Hätte jemand mit Schild vorgemusst.
That's what happens when you cross me. Dann gucken wir mal, dass wir den hier wegbekommen. Auch wenn ich da jetzt 3 Angriffe für verwenden muss. Aber der kann nicht mehr. Der schon. Ruhig vorher gebraucht. Aha. Jetzt haben wir nur 60%. Das sind 65%. Bei denen ist jetzt die Frage, ob die überhaupt rauskommen oder drin bleiben. Wenn sie nicht rauskommen, dann sind die sowieso harmlos. Dann macht es eh keinen Unterschied. Probieren wir mal. Bitte, bitte, bitte. Schätz. Na gut. Okay, der kann also nicht mehr angreifen. It's not my time. Odin, protect me. Er lebt aber noch. Jetzt beide. Na. I don't fear death. I failed you. Ja, die sind mit ihrem Doppelschuss einfach zu stark. Genau den, den ich auch habe, der zu stark ist. Aber da bin ich natürlich jetzt schon im Arsch, weil ich überhaupt niemanden umgebracht habe. Also das mit dem Slowen von denen, das funktioniert ja halbwegs. Aber, die Bogenschützen sind das Problem. Ich kann aber noch was anderes ausprobieren. Und zwar haben wir links Deckung und ich könnte die links die beiden umbringen und dann alle schnell nach links rüber, damit die nicht von den Bogenschützen angegriffen werden können. Da müssten wir so eigentlich genau andersrum stellen. So. Okay. Jetzt steht der natürlich erstmal genau falsch da. Aber ich muss die eh alle ziehen. Von daher macht das jetzt auch keinen riesigen Unterschied. Den muss ich auf jeden Fall dahin bewegen. So, der kann laufen und einmal schlagen, macht da aber zu wenig Schaden. Nur 3 Felder, die er läuft. Eigentlich müsste der auch. Ja, schieße ich jetzt mal. Da kann ich auch eigentlich einen Brandpfeil. Das macht eigentlich keinen Unterschied, weil er diese Runde sterben muss. Ja, schießen wir. Geplagt. So. Wenn der jetzt draufstürmt. Hat eine gute Chance, den zu töten. Der müsste jetzt da auch irgendwo hin.
Wir können aber... Ah, die steht natürlich ganz hinten. Okay, die ist ein bisschen ungünstiger. Das ist der Ketil. Den schicken wir mal nur auf Seite. Die kann den exponieren. So, dann kann die jetzt dahin den Gelegenheitsangriff wegnehmen. Dann kann der darüber. Der kommt da trotzdem nicht weg. Müsste mit dem ja... nicht zu wenig Angriffe über. Außer wenn der zweimal mit dem Bogen schießen würde, dann würde es klappen. Aber die Nahkampfangriffe, die ich habe, die reichen nicht aus. Und wenn die dann da gleich rüberlaufen, habe ich auch ein Problem. Der käme aber auch leider nicht dahin. Das heißt, die ist eigentlich die einzige, die da noch einmal angreifen kann, zusammen mit dem. Der kann jetzt einmal schießen. Das wird natürlich nicht so wahnsinnig viel nutzen. Oder der opfert sich und schießt zweimal. Was er nicht mehr kann. Okay, dann schießt man halt jetzt einmal. Geplagt. Doch, das sieht gut aus. Mhm. Da hinten kann man aber halt auch noch hin. Schlagbereit. Gehirn erschüttert. Gegen den kann ich nichts machen. Der ignoriert ja die Line of Sight. Mhm.
Im Grunde müsste ich jetzt noch weiter nach hinten, damit ich da eine reelle Chance habe. Ach, mein Bogenschütze ist schon im Eimer. Das wird wohl auch nicht klappen, denn. Geplagt. Aber den bekomme ich jetzt da nicht mehr weg. Den könnte ich umbringen. Okay, werfen wir hier noch ein paar Sternchen hin. Die werden die ja gleich wieder betreten. Schlagbereit. Der kann jetzt leider nichts tun. Gucken wir mal. Ja, damit sind jetzt meine Leute alle tot. Ja, das war ein solider Plan, der aber so leider nicht funktioniert hat. Was wir jetzt noch ausprobieren könnten, wäre nochmal das mit der Schleuder. Ich glaube, mein allererster Versuch war noch der beste und das war, weil der mit der Schleuder geschossen hat. Müsste ich jetzt nochmal schauen. Sie hatte ja auch eine Schleuder. Der Schaden ist auch vollkommen Wumpe. Der hat aber auch überhaupt keinen Skill da drin. Na, es ist ein Punkt, braucht man dafür nur. Stäubling. Könnte sie ja theoretisch machen. Dann kann sie ja auch eine Schleuder und ein Schild nehmen. Das ist eigentlich auch gar nicht mal so dumm. Machen wir das so. Ach, das geht nicht. Wieso standen dann bei Schleuder, dass das eine Einhandwaffe wäre? Ne, es steht da gar nicht. Okay.
Naja, okay. Probieren wir das mal, aber ich glaube nicht, dass das so funktionieren kann. Ja, dieses Mal steht die aber sehr weit vorne. Eigentlich könnten wir jetzt direkt da ranlaufen, wenn ich das hier nehme. Wenn die ein Feld weiterlaufen. Es nutzt gar nichts. Eigentlich sollte die damit ein Feld weiterlaufen können. Das ist, ja, jetzt geht's. Muss man sie wegwählen und wieder anwählen. Es macht jetzt auch nicht wahnsinnig viel Schaden. Schleudert einen Pilz, explodiert eine Wolke aus Sporen erzeugt, die sich eine Runde lang über das Ziel wechselt und die angrenzenden Felder erstreckt und die für Fernkampf wie volle Deckung zählt. Das heißt, die können da nicht drüber schießen. Mit einem Angriff könnte ich die sozusagen alle ausschalten. Dann würde ich sagen, stelle ich die da hin. Oder eigentlich ist es egal, wohin. So, dass sie danach halt ordentlich was tun können. Ja, machen wir die mal dahin. Excel. Schießen wir dort hin. So. Und dann müssten wir gucken, dass wir die hier umhacken. Die eine Seite könnte ich eventuell durch die ausschalten und die anderen umschießen. Es kann natürlich sein, dass sie dann wieder mit ihrem Hagel anfangen. Aber jetzt kann ich zumindest meine Bogenschützen voll verwenden. Dann würde ich sagen, schießen wir die kaputt und lassen die ranlaufen. Weil die hier einfacher kaputt zu schießen sind. Wenn wir Glück haben, crittet der. Wenn wir Pech haben, nicht. Leider nein. Der ist weg. Das reicht dann immer noch nicht. Es sei denn, der crittet. Tut er aber nicht. Ja, das machen wir mal gerade nicht. Noch nicht. So, mit dem will ich da nach vorne, um die da zu schützen und möglichst dann reinzulaufen. Außerdem könnte die da einmal schlagen. Ups. Eigentlich wollte ich betäuben. Naja, ist wahrscheinlich auch egal. Ja.
Ja. Lass mal den mal vorlaufen. Ne, mach mal den dahin. Und den dahin mit dem Schild und der Axt. Mal. Ja, schicken wir noch. Das ist auch blöd. Eigentlich muss der alles blocken, wenn es geht. Ja, das ist halt blöd, dass ich da jetzt keine Aktion sinnvoll machen kann bei denen. Ich könnte das hier legen, aber... Ja... Das ist doch nicht besetzt. Dann halt nicht. Unterbrechung. Brandfall. Na. Und da habe ich eine Lücke offen gelassen. Also an für sich hat das funktioniert, außer mit dem Brandfall. Also, dass da das offen war. Also, probieren wir nochmal. Wird ein etwas längerer Teil. Ich nehme die Schleuder bei wem anders dann. Muss ja dann jemand nehmen, der schon ein Schild hat. Also der beispielsweise, der hat auch noch keinen Bogen gelernt, oder? Ne. Dann lernt der jetzt hier die Schleuder. Lieber wäre mir jetzt die gewiesen, aber... Da. Ja. Okay, nehmen wir erstmal, der steht jetzt da. Jetzt bin ich mir nicht sicher, von wo die da ihren dreckigen Brandfall schießen können. Könnte auch gucken, dass... Na, das passt auch nicht. Da muss ich wahrscheinlich mich mit den Pfeilen etwas zurückhalten. Oder ich müsste das näher hier hinschießen. Das würde auch gehen. Dann müsste ich aber auf jeden Fall gucken, dass ich den wegpuste. Ja, fangen wir einfach damit an. Sehr schön.
Ein bisschen problematisch ist, dass die da jetzt rumlaufen müssen. Aber dann ist das halt so. Den werden wir auf jeden Fall töten, indem wir dann da hinlaufen und wieder weglaufen, weil die auf der linken Seite würde ich ja jetzt die mit der Schleuder schießen. Die kann jetzt ruhig dahin, den umhauen. Und kann sich dann gleich weiter bewegen. Sah nicht nach einem Trinken aus. Gut, der hat jetzt die Schleuder. Da müssen wir gleich mal gucken. Die kann er jetzt wieder nach links. Dass wir die alle in die in den Rauch bekommen. Der hält ja dann da auch nicht so wahnsinnig viel aus. Aber der würde natürlich dann angegriffen werden können, wenn wir das so machen würden. Das funktioniert nicht. Okay. So, der muss jetzt damit... Ich glaube, das sollte funktionieren. Oder wir machen es so, das wäre eigentlich das Sicherste. Dann gehen wir mit den Leuten noch nach links, weil nach rechts müssen wir uns ja nicht aufhalten. Hier kann sich noch einiges bewegen. Wird wahrscheinlich danach nochmal schleudern müssen, oder? Ja. Ach, da kann die jetzt da so auch nichts mehr hinwerfen. Bisschen ungünstig. Aber damit können wir arbeiten. Indem wir die hier auch noch absperren. Ziehen wir den noch zurück. Da wechseln wir die Positionen aus. Wobei, die mit dem Schild sollte schon vorne stehen. Dann müssen wir gleich mal gucken. Das mit dem ist ein bisschen ungünstig jetzt. Hatte nicht der auch dieses Anticipate irgendwas? Ne. Hagelsturm. Jo, was ich jetzt nicht weiß, ist, ob der das hier gleich wieder weg ist oder ob das bleibt. Also ob das die Runde noch bleibt.
Die können wir umpusten. An den kommen wir fast nicht ran. Machen wir erstmal den. Der hat ganz gut getroffen. That hit deserves to be commemorated in verse. Gut. Der wird gleich nach rechts laufen, vermutlich, und dann darüber schießen. Vielleicht sollte ich da jetzt gleich nochmal den Nebel einfach hinschießen. Ein Hagel wird es natürlich nochmal geben. Den hier sollte ich tot bekommen. Selbst wenn ich das über ein bisschen einen Umstand mache. Ich schieß erstmal den kaputt. Hoffentlich. Oh, naja gut. Dann ist er auf jeden Fall jetzt im zweiten Schuss tot. Oder ich greife den an. Machen wir das mal so. Dann kann sie mit... Die hätte beide angreifen können, aber so passt das. Der könnte einen neuen Rauch machen. Der käme jetzt leider nicht durch. Könnte da aber neue Dinger auswerfen. So, mit dem hauen wir den hier um. Jetzt haben wir den da noch. Den Rauch machen wir gleich. Erstmal müssen wir nochmal werfen. Dann gehen wir mal ein bisschen auf Seite, damit der Streuschuss nicht so viele trifft. Aber viele Optionen haben wir da nicht. So, jetzt gucken wir mal, ob die obere Wolke weg ist. Ne. Hagelsturm. Ja, das ist jetzt ungünstig. Einen erwischt. Noch einer. Hagelsturm. Naja, guter Ansatz, sage ich mal, aber selbst damit wird es nicht funktionieren. Da die Schützen sind zu stark. Der hier würde jetzt angegriffen werden, wenn er schlägt. Kann ich also jetzt im Endeffekt auch nichts tun, außer drauf zu stechen, das auch keinen Sinn macht. Ne, der ist vorbei.
Ja, schade. Ich meine, ich kann da noch ein bisschen was rausholen, indem ich denen dieses Heilzeug gebe. Na, probieren wir das noch einmal mit Heilzeug. Aber ich glaube nicht, dass das ausreicht. Okay, also machen wir erst noch mal gerade den da. Mit der Flitsche. Hier das wegnehmen, ihm das geben. Na, er hätte ja auch mit der Waffe noch zuschlagen können. Betäubende Tinktur. Fallgrube geht natürlich teilweise auch. Das hier brauchen wir auf jeden Fall nicht. Met aber auch nicht. Ne, Moment. So viele Heilungen habe ich ja gar nicht. Ich dachte, da hätte ich mehr von. Das sind alles Wasserschläuche, die mir halt so gut wie gar nichts bringen. Naja, 4 Leute konnte ich damit... Ach, der hat schon eins. Dann sind es 5. Okay, und der hat keins, aber der bräuchte auch nicht so dringend was. Der sollte ja eigentlich mehr aushalten. So. Machen wir es wieder so. Wir stellen uns nach links. Rechts, die werde ich umschießen. Jetzt muss ich meine Leute nach links bekommen. Ah! So ist gut. Was halt auch bescheuert ist, weil es keine Formationen im Spiel gibt. Okay. Dann können wir jetzt das sogar ein bisschen anders noch machen, indem wir hier links unsere Festungen in Anführungszeichen aufbauen. Die hier müssen dann aber sterben, da hatte ich natürlich eben gut Glück gehabt. Oh, da habe ich dieses Mal auch Glück. Ja, dass der erstmal rüberläuft und dann wieder nach links zurück. Das tötet den nicht. /61. Das ist aber doof. Dann nehmen wir... Ja, der steht natürlich da auch super scheiße. Na, eigentlich nicht, weil die dann alle ein bisschen weiter laufen müssen und damit mehr Anlauf nehmen können. Der müsste aber auch 2-mal da drauf schießen. Das passt nicht. Der hier muss weg gleich. Sonst habe ich da nicht genug Platz.
oder? Na, mach mal so. Fangen wir da an. Gut. Dann den. Der müsste den angreifen. Schon ordentlich. Dann der muss flitschen. Sie kann theoretisch von da aus ihn töten. Ich bekomme den aber nicht raus, wenn ich da nicht vorher. Also bewegen wir den auf Seite. Sollte das nicht viel mehr Schaden machen? Ich würde den umbringen. Wieso macht die eigentlich so wenig Schaden? Die Axt ist doch Achso, weil die so wenig Stärke hat, oder was? Das ist ja jetzt auch nicht doll. Wie viel Schaden machen wir? 51 bis 53. Und er hat 52. Also 2 zu 3 Chance, dass der stirbt. Das ist mir aber eigentlich jetzt zu riskant. Müsste eigentlich die erstmal nach vorne schicken. Machen wir das. Ja. Bitte, bitte, bitte. Nein, das gibt's doch nicht. Scheiße. Jetzt hat der natürlich einen Angriff mehr, den er sonst nicht hätte, weil ich ihn hätte stunnen können. Das ginge noch. Dann flitschen wir einmal dahin. Ja. Na, der ist natürlich jetzt so ungünstig. Vorhersehen. Das ist aber gut. Aha.
Ja, gut wäre, wenn ich jetzt noch weiter nach links kommen würde irgendwie. So, da müssen wir exponieren. So, die kann den ablenken. Sah ja spektakulär aus. Und den könnten wir... Achso, das kann sie nicht zweimal in einer Runde machen. Klar, eine freie Aktion. Das heißt, der kann dann aber rüber und den von da aus angreifen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man dazwischen schießen kann oder nicht. Der müsste eigentlich auch mit Anlauf ran. Ach, der hatte Doppelschlag. Dann greifen wir da jetzt mit Doppelschlag an. Mal eins. Nummer 2 hat nicht gereicht. Dann kann der jetzt rüber. Der müsste da jetzt noch eine zweite Smoke hinschicken, damit die von da oben nicht kommen. Der hier müsste dringend weg. Also werden wir den... Ja. Okay. Ja, da reicht ein Schuss nicht. Dann schießen wir zweimal da drauf. So, jetzt wird er aber nicht mehr schießen können, weil ja gar keiner... Er kann den theoretisch umschießen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Dann machen wir das. Normalen Schuss. Die müssen jetzt mal Platz machen für den Bogenschützen. Da weiß ich nicht, ob der Schleudermann den dann angreifen kann. Vermutlich nicht. Ich stell den mal dahin. So, und dann haben wir den. Der muss jetzt hier nochmal hinschleudern. Dann kann der natürlich jetzt auch nicht mehr schießen danach, aber das sollte schon passen. Naja, außer mit dem Hagelgedöns. Ja. Streuschuss, den kann er anscheinend durchmachen, okay. Streuschuss. Hagelsturm. Einer getroffen worden. Okay. Das war vielleicht gar nicht so schlecht. Hagelsturm. Shit. Der kommt noch nicht dahin.
Im Endeffekt muss ich mich jetzt hier um unten den kümmern. So, da nehmen wir seine... Ja. Stellen wir uns da hin. Flankiert. Er nimmt die... den Schild weg. Ja, das muss man anscheinend schon vorher einwerfen. Oh, der hat gesessen. Mhm. So, jetzt könnte ich eigentlich nach vorne laufen. Das heißt, der schießt jetzt mit dem... Naja, muss ich durchlaufen. Macht dann da irgendwo eine neue Grenze hin. So, ja. Müssten wir da machen. Dann schieße ich dorthin. Da gibt es überhaupt keinen Weg durch. Dann können die alle ihre Heiltränke eigentlich schon schlucken. Wenn es dann noch gehen würde. Der ja könnte jetzt eventuell angegriffen werden. Vielleicht wäre es bei dem sogar besser, wenn der da reinläuft. Ja. Ach, da kann ich durch oder hat der einfach nur Glück gehabt? Ja, keine Ahnung. Natürlich da nicht hinschießen. Ja, den müsste ich jetzt umhacken. Vier verbleibend. Okay, mit dem... Da stehen zwei. Die könnten wir damit quasi... Naja, einsammeln. Das Problem ist, dass die alle auf Deckung gerade sind.
Bin mir nicht ganz sicher, wo genau der Schutz zählt und wo nicht. Ah, da habe ich mich verklickt. Da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Shit. So, der kann aber selber jetzt den Streuschuss machen. Da drauf. Hagelsturm. Aha, schön. Okay. Ja, und das wird jetzt etwas eklig, fürchte ich. Die kann da rüber schießen. Ich müsste jetzt einen mit Schild erstmal vorlaufen lassen, damit der die Pfeile einfängt. Gut. Sehr gut. Aha. Sausend. Ach, durch Sausen hat die einen zweiten Angriff bekommen. Sehr schön. So, wenn ich aber jetzt dahin gehe, wird er auch nochmal von Zweien angegriffen, was natürlich auch nicht so optimal ist. Naja, wenn die denn so eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, was sie wahrscheinlich bekommen werden. Aber ich habe sonst keine andere Möglichkeit, zu dem hinzukommen. Das hier wird auf jeden Fall nicht reichen. Ja. Müssen wir. Na okay, die sind anscheinend da nicht in der Lage. Das ist natürlich jetzt schon das Spiel mit Feuer. Ja, der wird. Zieh ich mal darüber, da wird sich nichts tun. Mhm. Damit ist der hinüber. Die haben beide Unterbrechungen angemacht. Okay, das heißt, den kann ich jetzt ohne weiteres umpusten.
Jetzt muss ich quasi gucken, dass ich hier zu denen rüberkomme. Eigentlich lohnt es sich ja gar nicht, was zu tun, gehört. Wenn die das weiter so machen, dann mit Unterbrechen nur, dann sollte ich hier den ersten Schuss abgeben können. Wenn ich jetzt nochmal warte, kann ich da einen gezielten Schuss abgeben. Ne. Gucken. Kann ich. Den nicht, auf den schon. Ich kann auch da erleuchten. Und dann erschießen wir den mal. 65%. Ja, nee, dann schießen wir halt einen gezielten Schuss. Da habe ich ja jetzt Zeit. Die Gegner machen nichts und warten, bis sie getötet werden. Theoretisch. Ich glaube, die hatte jetzt auch einen Bogen, oder? Ja. Naja, aber das macht keinen Sinn. Aha. Okay, die haben sich auf Seite bewegt. Dann kann ich das nicht mehr tun. Tun nichts mehr. Naja, gut, dann sind sie jetzt kaputt. Hallo? Der hätte ich theoretisch schon einmal angreifen können, aber wurscht. Peaks. Und weg mit dir. Was habt ihr davon, ihr Schweine? Lang genug gedauert. Ja, aber das war jetzt mal ein interessanter Kampf. Obwohl deine Gefolgsleute stark in der Unterzahl waren, stellt sich, nachdem der Staub sich gelegt hat, heraus, dass alle, die noch aufrecht stehen, auf deiner Seite sind. In den Straßen ist es unheimlich still. Ketil bemerkt, dass euch ein Kind durch geschlossene Fensterläden beobachtet und schmunzelt. Ich wette, das war das letzte Mal, dass uns hier jemand behelligt. Nefja schüttelt verwundert den Kopf. Ich weiß überhaupt nicht, wie du es geschafft hast, uns da lebendig rauszubringen, Koldano. Ha! Sollte ich jemals nach Westfort zurückkehren, werde ich bis an mein Lebensende kostenlos trinken wegen diesem Kampf. Das ist ja cool. Wenn wir bis jetzt noch keinen schlechten Ruf in dieser Gegend hatten, haben wir ihn jetzt, so viel steht fest. Wir sollten jetzt zum Bischof gehen, bevor diese Bastarde uns mit weiteren Überraschungen kommen. Aha. Sehr schön. Gut, dann mache ich hier auch einen Schnitt.
Und dann schauen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denn!